Liebe Freunde, wir feiern den Beginn des Jahres 5778. Zu den Feiertagen geht es um zwei Dinge. Einerseits gehen wir in uns. Wir reflektieren, was wir im letzten Jahr richtig und was wir falsch gemacht haben. Auch Dinge, die gut gemeint waren, können sich als Fehler herausstellen. Solche Fehler gilt es im nächsten Jahr zu vermeiden. Noch wichtiger ist es, das neue Jahr mit Hoffnung und neuen Vorhaben zu begrüßen. Was muss ich anders machen? Was kann ich neu machen, noch besser machen? Zu den hohen Feiertagen treffen wir auch Menschen, die wir schon länger nicht gesehen haben. Wir rücken zusammen. Viele besuchen die Synagoge. Alle feiern zu Hause mit der Familie und mit Freunden. Traditionell tunken wir Äpfel in Honig. Warum? Die profane Erklärung ist, dass der Apfel für ein fruchtbares, ein produktives Jahr steht und er symbolisiert den Garten Eden. Mit dem Honig wünschen wir uns ein süßes neues Jahr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein süßes und erfolgreiches Jahr in Österreich, in Israel und der ganzen Welt. Shana Tova Umetuka.